Servus Freunde, ich bin hier am Einstieg vom Klettersteig Kanzelwand und ich zeige euch jetzt im Video den gesamten Klettersteig mit Helmkamera gefilmt. So ist hier die Aussicht. Ihr seht, es zieht sich ein bisschen zu. In nächster Zeit soll das Wetter dann auch umschlagen und deswegen ist ja jetzt auch plötzlich nicht mehr ganz so viel los. Ich glaube, der Klettersteig ist frei und ich kann da zügig durchgehen. Ansonsten kann es hier nämlich schon mal auch Stau geben, weil es hier richtig voll sein kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und jetzt geht es auch schon los. Man kommt zu diesem Einstiegspunkt in den Klettersteig relativ schnell innerhalb von 10 bis 15 Minuten. Wenn man bei der Station der Seilbahn losgeht, das ist dann auch die Kanzelwandbahn, passend zum Klettersteig benannt. Und da hat man also dann nur einen geringen Zustieg, wenn man die Seilbahn nimmt. Man kann auch vom Tal aus hochsteigen. Aber ich bin mit der Bahn hochgefahren. So, hier kommt man recht gut voran. Ich habe den Klettersteig auch schon öfters gemacht. Und daher komme ich hier auch zügig voran. Wer nicht so geübt ist, den Klettersteig noch nicht kennt, der sollte mit deutlich mehr Zeitaufwand rechnen. Der Klettersteig ist nicht besonders lang verglichen mit anderen Klettersteigen und die Schwierigkeit ist moderat. Hier haben wir jetzt etwas Gehgelände. Eine schöne Aussicht genießt man bei diesem Klettersteig. Und hier kommt jetzt die erste Stelle, wo man ein bisschen gucken muss. Aber es gibt viele Trittklammern, wie ihr seht. Dementsprechend ist das jetzt nicht so sehr schwierig. Wer schon fortgeschritten ist, der hat auch die Möglichkeit, diesen Klettersteig unter Verzicht der Nutzung von den Trittklammern zu machen. Dann wird er eine Nummer schwerer und so kann man sich dann auch als Fortgeschrittener hier noch fordern. Aber ich möchte ihn jetzt einfach einmal zügig durchgehen und ich möchte auch dabei zeigen, wie man die Trittklammern eben benutzt. Und von daher mache ich ihn mit den Trittklammern. Habe ihn aber auch schon mal ohne Benutzung der Trittklammern gemacht. Ist auch eine gute Übung. Ich erzähle euch noch etwas zu der Nutzung der Seilbahnen hier im Kleinwalsertal. Zwar ist es so, dass bei vielen Hotels im Übernachtungspreis eine Karte mit inbegriffen ist. Ich glaube, die heißt Kleinwalsertalkarte oder so ähnlich. Wenn man so eine Karte hat, dann kann man tatsächlich damit die Seilbahnen hier umsonst benutzen und zwar so oft, wie man möchte. Und das ist schon eine gute Sache, wenn man jetzt nicht
Höhenmeter Fetischist ist und wirklich jeden Höhenmeter vom Tal aus mitnehmen möchte, dann kann man dann eben entsprechend schön mit der Seilbahn hochfahren. Dann lohnt sich das schon, darauf zu achten, dass man ein Hotel nimmt, wo das Ticket inklusive ist. Man kann die Tickets natürlich auch kaufen, aber wenn es inklusive ist, ist es wahrscheinlich günstiger. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, wenn ihr die Preise für die Hotels vergleicht beim Kleinwalsertal, dann achtet immer darauf, ob mit oder ohne Ticket. Weil, ich sag mal, wenn ein Hotel zum Beispiel 10 Euro billiger ist die Nacht, aber beim anderen Hotel habt ihr das Ticket dabei und ihr habt vor, die Seilbahn zu nutzen, dann wäre das natürlich insgesamt doch deutlich günstiger für euch. Es gibt auch einen Bus, der in relativ hoher Frequenz durch das Kleinwalsertal fährt. Und der geht auch mit über dieses Ticket, könnt ihr auch umsonst den Bus benutzen. Und das bedeutet, dass man im Grunde das Auto am Hotel stehen lassen kann und alle diese Aktivitäten, die hier möglich sind, Klettersteige und Gratwanderungen und so weiter, kann man dann tatsächlich mit dem Bus zum Ausgangspunkt, gegebenenfalls mit der Bergbahn hochfahren und so weiter. Das ist wirklich eine tolle Sache, dass man das Auto am Hotel parkt bei Anreise und erst zur Abreise eigentlich dann wieder benutzen muss. Ich persönlich kann euch empfehlen, hier am Kleinwalsertal die Gratwanderungen zu machen und die Klettersteige. So, hier muss man jetzt gucken, dass man in die Mitte kommt. Und jetzt hat man hier eine längere, aber unschwierige Seilbrücke. Also hier im Kleinwalsertal, da lohnen sich auf jeden Fall die Gratwanderungen. Und ich persönlich würde da auch mit der Seilbahn hochfahren und mich auf den Grat jeweils konzentrieren, weil Aufsteigen über Wiesen, das kann ich auch im Taunus, da spare ich mir die Zeit und habe dann mehr Zeit, um in Ruhe Gratwanderungen machen zu können. Und da hat man eben einen super Ausblick. Hier gibt es Gratwanderungen in ganz unterschiedlicher Schwierigkeit. Da findet, denke ich mal, fast jeder was, was so seinen Wunschvorstellungen entspricht. Jetzt gehen wir hier runter von der Seilbrücke. Und wir haben auch an der Stelle schon den halben Klettersteig. Also ihr seht, der geht wirklich relativ zügig. Und wie gesagt, ich habe ihn schon mehrmals gemacht, mache ohnehin viele Klettersteige. Und von daher ist das jetzt nicht die typische Geschwindigkeit hier. An der Stelle habe ich jetzt abgekürzt. Da geht man eigentlich ein kleines Stück außen rum. Ich wollte auch gar nicht zwangsweise abkürzen, aber jetzt, wo ich abgekürzt habe, belasse ich es dabei. Da geht man also noch 3 Meter weiter rechts und dann zurück nach links runter. Dann ist die Stelle auch einfacher. Ich habe hier jetzt ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes in Seil gehangen. Das muss man an der Stelle nicht, wenn man dem regulären Verlauf folgt. Das ist, weil ich hier jetzt auch noch so viel erzähle. Da sonst, wenn ich es besser beachtet hätte, hätte ich euch auch gezeigt, wie der reguläre Weg da geht. Aber gut, diese Abkürzung war jetzt auch nicht dramatisch. Wer Klettersteigerfahrung hat, wird das problemlos so hinbekommen. So, hier ist es jetzt so, dass man in einer leicht überhängenden Position manchmal am Seil klettert. Nicht dramatisch. Ihr seht hier sehr viele Trittklammern. Ist also für Anfänger geeignet, dieser Klettersteig. Und wenn das Wetter perfekt ist, ist hier sehr viel los. Also entweder geht ihr dann extrem früh mit der ersten Bahn hoch
oder vielleicht später abends wieder. Müsst ihr gucken, wann die letzte Bahn dann runterfährt. Aber so um die Mittagszeit herum oder am frühen Nachmittag ist hier bei gutem Wetter im Sommer die Hölle los. Da habt ihr Stau und das macht dann wenig Spaß. So, hier gibt es jetzt wieder einen längeren Aufschwung. In die andere Richtung sollte man den Steig wirklich nur gehen, wenn man hier ausnahmsweise mal alleine ist. Ansonsten wird man sehr viele Leute damit nerven, dass man ihnen entgegenkommt. Das wäre dann also keine gute Idee. So, wir sind schon unterhalb des Ausstiegs jetzt. Also man muss hier auch wirklich nicht jede Trittklammer benutzen, die es gibt. Abhängig von der eigenen Körpergröße wäre es auch wirklich umständlich, dass man da dann jede Trittklammer nimmt. Ich denke mal, dass dieser Steig auch für Kinder geeignet ist, beziehungsweise durch die Trittklammern extra so gestaltet wurde, dass er auch für Kinder, kleinere Personen gut machbar sein soll. Und wir haben den Ausstieg erreicht. Da sind wir und ich zeige euch hier mal, wie es ausschaut. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video und konntet euch ein Bild von dem Klettersteig machen. Falls ihr ihn noch nicht kennt und machen wollt. Ich habe ihn, wie gesagt, schon öfters gemacht. Ich mache viele Klettersteige und ich habe ihn jetzt definitiv zügiger gemacht, als man ihn beim ersten Mal normalerweise machen wird. Und ich hatte auch das große Glück, dass tatsächlich kein Mensch vor mir unterwegs war. Das Glück hat man hier auch nur selten. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis demnächst und ciao.